für Schwerin, eben wegen des 15-Laufes, besuchen auch den Töpfermarkt oder andere Ereignisse in Schwerin. Natürlich müssen wir auch erwähnen, dass, und das ist ja ganz wichtig, dass wir seit 2001 mit dem Schweriner 5-Seen-Lauf eine Cup-Veranstaltung ins Leben gerufen haben, das gemeinsam mit dem Harzgebirgslauf und mit dem Zeller Wasserlauf und dem Schweriner Seenlauf ein Dreiercup der drei größten Läufe aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Niedersachsen, also Volkssportläufe, und aus Sachsen-Anhalt einen gemeinsamen Cup veranstalten über verschiedene Strecken, die der Läufer sich dann an drei Läufen beteiligen und in eine gemeinsame Cup-Auswertung kommen. Ja, und es gibt natürlich auch die Besonderheit, dass wir wirklich ein Volkslauf sind, dass wir kein Citylauf sind, wo irgendwelche guten Stars gut bezahlt werden, sondern bei uns ist jeder Starter gleichberechtigt, ob er an der Spitze läuft oder hinterher. Halt, Wiederaufnahme rechts.
Los!